richtig, mittlere gegen leichte. Wer wird da wohl gewinnen? Die, die angreift. Das ist der Plan. Hypothese. Ne, über Entfernung kann ja auch Artillerie nicht zurückschießen. Ja. Ja. Ordentlich. Akzeptables Niveau. Ah, die kriegt jetzt hoffentlich Erfahrung. Ich also, hoffe, zwei Bubbelchen. Mhm. Und auch heute einen. Jawohl. Sehr schön. Mir lässt das mit den Filmen keine Ruhe. Es muss doch wohl mindestens ein Film muss uns auch mal einfallen aus dem Ersten Weltkrieg. Mir fällt echt keiner ein. Ratz. Niedergemäht. Ja, langsam ist die. Das hat sie sich eingeschossen. Ja. Wir können es jetzt einmal sagen, das ist die dicke Bertha. Ja. Ja, Bertha. Ja. Die dicke Bertha. Hat den Namen schon ziemlich belegt. Mhm. Ja, muss man schon. Also heute sein Kind Bertha zu nennen, ist schon ein bisschen vorbelegt, die Thematik hier. Ja, es sind wieder neue Vornamen genehmigt worden. Irgendwo habe ich das gelesen. Noch sehr merkwürdige Sachen dabei. Hast du dieses Thema mit den österreichischen Nachbarn gehört? Die österreichischen Nachbarn? Jetzt bin ich mal aber mal gespannt. Sagen. Meine lieben Nachbarn aus dem Süden. Wir wissen, dass der Vorname MATT-Igel wie der Adler ausgesprochen Matt Eagle. Genau, das war dabei. Matt Eagle. Matt Eagle, ja. Mag, es mag, wie heißt das, pochiertes? Heißt das so in Österreich? Ich glaube, gehacktes? Irgendwie anders. Das heißt auf jeden Fall anders, dass ihr die Dinger nicht Matt Eagle nennt. Das mag ja sein. Aber sein Kind nennt man nicht so. Man nennt den nicht Matt Eagle. Mann. Matt, stell mal vor, du nennst dein Kind Matt Eagle. Und die Richter haben zugestimmt oder die Standesbeamten oder Gott weiß wer. Also ja. Ich bitte euch, ganz Deutschland lacht. Mhm. Nur weil die da unten nichts Ordentliches sprechen. Die mit ihrem komischen Oberzahn, nee, Ober, wie heißt Sahne? Obers. Zahn, Schlagobers. Schlagobers. Ja. Ja, aber eigentlich ist das doch sehr logisch. Wenn du Milch schlägst, und dann ist ja der Rahmen, das, was sich absetzt, die Sahne, das, was sich oben absetzt, also der Schlag obers, ist eigentlich viel logischer als der Begriff Schlagsahne. Wir haben ein ziemlich cooles Wort dafür einfach gemacht. Und die waren so unkreativ, dass sie das benutzen, was logisch ist. Hagen, das ist nicht Mac, ja? Wir müssen jetzt nicht wieder anfangen, alle zu beleidigen. Und ich habe gerade unser Pferd an dem Bordzug vorbeigefahren. Weil genau. Du mich so fertig machst. Wenn sich jemand beleidigt fühlt, denkt dran, bitte Mail an morddrohungen@virtualdimension.de. Kommt dann bei mir an, vermutlich. Genau. Das leiten wir alles an Hagen weiter. Nee. Aber das wird bei YouTube nicht rausgeschnitten, oder? Morddrohung oder so? Nee. Warte, nicht, dass die uns hier zensieren. Nicht, dass wir hier noch weggepiept werden. Ja. Wobei, das wäre bestimmt eine coole Werbung. Hm. Wir wurden weggepiepst wegen dem Ersten Weltkrieg. Naja, das Problem ist, bei YouTube wird nicht gepiepst, da wird das Video auf ab 18 gestellt und fertig. Ja, ist auch vorbei. Und dann, Wobei die Thematik an sich ja nicht wirklich unter 18 ist. Also, ja. Wobei zumindest, also wir freuen uns über jede, über Zuschauer jeden Alters. Mhm. Und wir bemühen uns ja hier auch, möglichst jugendfrei zu bleiben. Aber allein. Fängt er wieder in seinem Ochsenzimmer an. Alleine die Statistikauswertung zeigt, dass die meisten Zuschauer tatsächlich in unserem Alter sind. Nein! Doch! Wobei, nochmal Louis de Funès, eigentlich, wenn du musst dir das mal im Original, im französischen Original angucken. Ich muss mir das im französischen
an unsere lieben Nachbarn, diesmal auf der anderen Seite. Nein. Nein, es gibt ja viele, viele Bekannte, die sind ja so Ende 70er synchronisiert worden, Anfang 80er. Da waren wir noch etwas freier in der Synchronisierung. Und es gibt viele Stellen in den deutschen Versionen der Louis de Funès-Filme, wo man ihn so Massensteinen sieht und so ein Oh! Und sowas. Und wenn du das im französischen Original anguckst, was er da macht, dann macht er halt und sagt gar nichts. Dieses Was dein Oh! So dieses wirklich Übertriebene ist in der deutschen Synchro erfunden worden. Echt? Ja. Deswegen war er gut. Also, Aussage, deswegen war er gut. Was war Nein, das? Also der hat ja auch eine andere Ebene von Humor, die du natürlich im Original auch hast, aber so diese Verbalkomik mit auch mit so irgendwelchen Sprüchen oder mit so abgefahrenen Sätzen ist mindestens teilweise auch der deutschen Synchro zu verdanken. Das ist ja krass. Das ist so wie die zwei. Kennst du? Die ARD-Serie. Nee, das war so eine US-amerikanische Serie. Ach, San Francisco. Nee, das waren die Straßen von San Francisco. Also jedenfalls gab es so eine Krimiserie, die war im Englischen wohl relativ langweilig. Und dann in der so deutschen Synchronisierung haben die denen halt immer irgendwelche blöden Sprüche in den Mund gelegt. Und das hat die Serie wohl nicht schlechter gemacht. Okay. Also die... kennst im Deutschen, ich habe sie selber nicht gesehen, aber ich habe viel drüber gelesen, drüber gehört. War damals sehr bekannt, in den 70ern, sehr flotte Sprüche und im Englischen gab es die halt nicht. Da war das halt eine ganz ernste Serie, die aber halt nicht so spannend war. An sowas erkennt man auch gut, wir hatten es ja schon über Star Trek. Die originale Star Trek-Serie Raumschiff Enterprise ist ja auch in zwei Etappen synchronisiert worden. Nämlich die in den Anfang der 70er synchronisiert wurden. Die originale Serie, also die Kirk. Genau. Da gab es ja 79 Folgen und 39 hat das ZDF damals synchronisiert. Also erst 26 und dann haben sie nochmal 13 gekauft und dann haben sie gesagt, so, das mehr geht nicht. Die anderen sind alle scheiße. Wir können nur die 39 besten. Okay. Deswegen gab es damals nur 39 Folgen. Und dann hat Sat.1 die Rechte übernommen und hat die restlichen Folgen synchronisiert. Fast alle. Bis auf die eine. Ist die nicht... Nee, die ist Zweiter Weltkrieg. Das ist die Nazi-Folge. Ja. 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 Schablonen der Gewalt. Die ist dann erst später auf Jetzt auf wollte ich unsere geneigten Zuschauer gerade fragen, wie die Folge hieß. Weil dass wir es beide wussten, das war mir klar. Ah. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich platze immer so raus mit sowas. Wir können jetzt fragen, wisst ihr, wie die auf Englisch heißt? Aber das ist ja keine Herausforderung. Das war jetzt enttäuschend. Aber die war wirklich schlecht, die Folge. Ja. Also, die Aussage der Folge war, Nazi-Deutschland hätte funktioniert, wenn Hitler ein bisschen wohlwollender gewesen wäre. Und ansonsten wäre das total die tolle Staatsform gewesen. Ich muss sagen, eine etwas interessante, leicht verkürzte. Und wir hatten jetzt ja über den ehrenwerten Leonard Nimoy, der als Jude eine der Hauptrollen da gespielt hat. Ich weiß nicht, was der gedacht hat, als er diese Folge gespielt hat. Aber naja, kein Verlust muss man nicht gesehen haben. Ich habe sie mir damals extra auf VHS-Kassette gekauft, weil es die ja im Fernsehen nicht gab. Du warst echt verzweifelt, oder? Du warst jung und hattest das Geld. Ich hatte nicht viele Folgen auf Video, aber halt, die gab es halt nicht im Fernsehen. Deswegen hat es mich interessiert, aber es hat sich nicht wirklich rentiert. Also ich muss zugeben, ich war ja nicht so der Fan von Kirk. Ich fand den immer so Macho-Man-mäßig. Ich war mehr so 80s. Also ich fand Jean-Luc. Mr. Pickard. Ja, genau, Pickett, genau. Pickett, ja. Den fand ich cool. Das Interessante ist ja, dass der französische Jean-Luc Picard im Englischen, im Amerikanischen einen englischen Akzent hat. Hat er? Ey, Patrick Stewart ist doch Brite. Aber der hat sich selber gesprochen. Was? Jetzt habe ich ihn nie. Jetzt hatte ich ihn. Der Blick war echt verzweifelt, oder? Ach, es war schön. Fragen. Es ist immer wieder gut.
Die Franzosen sind halt in Amerika eingefallen. Und haben dann britischen Akzent. Mit ihrem bekannten britischen Akzent. Die Franzosen mit dem bekannten britischen Akzent, finde ich gut. Ja. Aber die der Franzose an sich mag ja eigentlich auch Earl Grey Tea. Ja. Ja. Aber das Interessante ist ja, also wir können ja schon nicht gut Französisch, aber die Amerikaner ja noch weniger. Ja. Jean-Luc Picard. Also Picard war ja schon richtig, aber das D noch auszusprechen. Was ich ganz lustig finde ist, also ich meine, die Folgen der Enterprise, also dieser Totenserie sozusagen. Next Generation. Die sind ja auch schon ein bisschen her. Ja. Also die Jüngeren unter uns, also unsere Zielgruppe offensichtlich, wie er vorhin festgestellt hat, die werden sich noch gut dran erinnern. Und letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten und wir kamen wirklich auf diesen Earl Grey Tee ohne weiteres und konnten uns beide ohne weiteres dran erinnern, dass der den immer getrunken hat. Tee, also Earl Grey. Heiß. Ja, immer. Mhm. Immer. Und das Spannende daran war, dass das wirklich sich so festgebrannt hat. Also ohne Not kriegst du sowas raus, auch von Leuten, die jetzt, sagen wir mal, nicht die überzeugtesten Trekkies sind. Wobei damals, damals war das tatsächlich Mainstream. Wenn ich überlege, wie viele Mädels bei uns auf der Schule Star Trek geguckt haben, das wird heute nicht mehr vorstellbar. Ja, Fanny, würden es heute auch nicht mehr zugeben. Ja, aber Next Generation wird echt breit geguckt. Wobei, wenn du heute guckst, also für damalige Verhältnisse war die Serie nicht schlecht, aber die Produktionsqualität war doch schon an einigen Stellen ein bisschen verbesserungswürdig. Ja. Die Serie ist, das ist eine Serie, die wirklich schlecht gealtert ist. Also jetzt gibt es ja die Neuauflage in Full HD mit überarbeiteten Effekten. Aber es sind von der Story her sind einige sehr coole Folgen dabei. Ja, ich fand wirklich einige auch, die sagen wir mal nicht so aufwendig gemacht sind, aber von dem geistigen Vorstellungen. Und sowas mag ich ja. Weißt du, wenn du so ein bisschen... Eine der coolsten fand ich, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, wo Riker einen Irrenhausinsassen spielt, in einem Theaterstück, an Bord und dann sich nicht klar ist, ob er es als Theaterstück spielt oder ob er wirklich ein Irrenhausinsasse ist. Und es immer so hin und her geht. Okay. Ich will jetzt die Auflösung nicht verraten, aber... Das fand ich eine sehr, sehr coole Folge, auch weil es quasi nur mit Schauspiel funktioniert hat. Das ist keine Folge, die es bei mir so festgebrannt hat, darf ich ehrlich sagen. Da sind aber andere. Also zum Beispiel, was ich ja auch immer cool fand, waren diese Technik-Dinger. Also wenn du dich dann so erinnerst an so Folgen, wo The Geordi, damals noch mit richtig coolem Haarreif, aber ich fand den cool. Es war echt ein Haarreif. Aber ich fand es cooler als später in dem Film, wo er dann irgendwie rote Augen gekriegt hat. Rote waren die rot? Ich glaube, irgendwie so Augen. Weiß, irgend sowas. Ich fand das total unnütz. Ja, also, sorry. Ja, es gibt genau einen Grund, warum er diese Augenimplantate bekommen hat. Weil Lever Burton keinen Bock mehr hatte, mit dem Haarreif vor den Augen rumzulaufen. Sonst nichts. Es war aber... Ja. Nein. Na. Ich habe da eine eigene Meinung zu. Ich formuliere es mal so rum. Schienengeschütz? Kann man. Ich höre wieder das Schienengeschütz. Hast du ein Beispiel für eine coole Folge mit? Ja, das wollte ich ja gerade, genau. Also die wurde Geordi, und da war der Geordi und diese Bajoranerin und die sind irgendwie unsichtbar geworden. Weggebeamt war das. War, glaube ich, so ein Beamunfall oder irgendwie sowas. Genau, Rolaren war die Bajoranerin. Fähnrich Rolaren. Ich fand sie ganz niedlich. Sagen wir mal, das zu welche Altersgruppe ich dann offensichtlich war, wenn du dich an den Namen erinnerst und dass ich sie ganz niedlich fand. Wo war ich jetzt? Achso, sie waren beide unsichtbar und Dings. Genau, und sie waren so außer Phase getreten und deswegen konnten die anderen sie nicht sehen und sie konnten sie sehen und haben dann ihre eigene Trauerfeier besucht, von Data ausgerichtet. Und weil ja der Riker Posaunist ist, also Posaunist war, wie unser Hagen. War. Die Betonung liegt auf war. Weil du so bist, jetzt greife ich mal mit unserem Torpedoboot an. Ja, klappt das? Die Frage ist aber, ob der Bunker ihn vorher platt macht. Tja. Werden wir dann sehen. Gucken. Genau, also ich spiele Tuba,
Hagen hat mal Posaune gespielt. Du spielst Tuba, ist ja wohl eine sanfte Untertreibung. Wieso? Jetzt guck in die Kamera und sag, was du noch alles spielst. Nein, ich habe angefangen mit Althorn, habe dann Tenor und Bariton lange Jahre gespielt und jetzt seit einem Jahr spiele ich Tuba. Ja, ein bisschen Lagerfeuer, Gitarre noch und ich klimper immer mal auf dem Klavier rum, da bin ich aber nicht gut. Und die Wii kannst du auch. Die Wii? Wenn ich nämlich immer leide und da irgendwie, da kommen zwei Knöpfe und verloren, ja. Ah, du meinst Guitar Hero. Vielleicht sollten wir auch mal eine Guitar Hero Session machen. Ja. Nein. Nein? Nein. Nein. Da bin ich definitiv nicht dafür. Liebe Zuschauer, an dieser Stelle, ihr könnt gerne posten, wenn ihr den Kollegen gerne auf der Tanzmatte sehen wollt. An dieser Stelle erwähne ich bloß nur ihn, nicht mich. Hagen? Ich knacke auch keinen Highscore. Das Einzige, was ich knacke, ist meine Bandscheibe.